Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse Teil 2 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Aliada, ich grüße dich. Ich hoffe, ich darf mir das erlauben, du zu sagen. Ich tue mich etwas leichter zum Sprechen. Es handelt sich jetzt hier um dein Geburtshoroskop. Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Häuser oder Lebensbereiche. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Ich setze Krebs hier zum ersten Lebensbereich, das ist nämlich die Aszendent. Krebs beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, gehört zu deiner Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Du bist ein Kind davon. Und das kannst du so vorstellen, das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat im Erdenleben und begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Das verleiht dir wie ein Kostüm, so kannst du das vorstellen. Krebs gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Und du nimmst die Welt mit Gefühlen wahr. Bist auch ein bisschen empfindlich. Oder die Eindrücke von außen haben einen großen Einfluss auf deinen Gefühlszustand. Krebs hat einen Bezug zur Familie, zu einem Zuhause. Das zeigt dieses Grundbedürfnis, einen Schutz zu haben, angekommen zu sein, ein Zuhause zu haben. Natürlich ist es wichtig, diese familiäre, aber Krebs bedeutet auch das innere Zuhause. Und das kannst du so vorstellen, dass wir Menschen haben eine Seele, du auch, und diese Seele braucht auch ein Heim, ein Zuhause. Und das hilft dir im Leben, wenn du immer wieder mal Zeit für dich nimmst, zurückziehst, nach innen schaust und kümmerst um deine Seele und gibst ihm ein Zuhause. Ich nenne das als inneren Tempel. Nach deinen Vorstellungen, das kannst du in deiner Fantasie ausmalen. Das kann wirklich ein Tempel sein oder ein gemütliches Wohnzimmer oder eine Blumenwiese oder Wald, wo du dich wohlfühlst, wo du die Ruhe findest, weil in Ruhe liegt auch die Kraft. Krebs hat auch mit Mütterlichkeit was zu tun. Über diese Tierkreiszeichen herrscht Mond und Mond ist die Empfängnis, steht auch in Bezug zum Mutter und Mütterlichkeit. Und du hast diese Mütterlichkeit in dir und auch diese Hilfsbereitschaft, immer andere da zu sein. Die zweiten Lebensbereiche sind die Werte, Wertschätzung und Selbstwertgefühl, auch die Finanzen. Energetisch hängt das auch zusammen, Hand in Hand. Und das kannst du so vorstellen. Es gibt Menschen, die sogar sagen, ich bin es nicht wert oder ich habe das nicht verdient.
die haben immer weniger Geld, weil das ist die Einstellung. Dann haben die das auch nicht verdient. Und das ist wichtig auch zum Verstehen, diese Muster, diese Gedankenmuster verändern und sagen, ich bin es wert. Ich habe das verdient. Ich habe das schon im Besitz. Nicht in Zukunft denken oder formulieren, sondern im Gegenwart. Du hast es schon alles. Und wenn du diese Werte achtest und Formulierungen achtest, verbessert sich auch die Finanzen, auch die Gefühle, auch achten. Schuldgefühl löst Schulden aus oder Verlustangst geht auch etwas verloren, oft das Geld geht verloren, also immer auch auf die Gefühle achten. Außerdem überlegen, was ist für dich wertvoll im Leben? Und das ist nicht immer die materiellen Dinge, das kann auch geistige Reichtum sein. Dann nimm das auch im Besitz. Und natürlich hängt das zusammen mit Finanzen. Und das ist auch ein Thema hier im zweiten Lebensbereich. Und hier hast du die Löwe. Löwe liebt das, im Mittelpunkt zu sein. Auch dieser Glanz, auch Luxus. Löwe liebt auch Luxus. Und das ist vielleicht sogar eine Neigung, Geld ausgeben für Luxusartige. Oder was hier die Löwe auch vermittelt, das ist die Zentrum. Über die Tierkreis zeichnen Löwe herrscht die Sonne. Und so wie die Sonne die Zentrum unserem Sonnensystem ist, zeigt die Löwe, was ist die Zentrum in dein Leben, und das sind die Werte und Finanzen. Und dafür brauchst du dich nicht schämen. Also, das ist wichtig. Die Tierkreis zeichnen Löwe, auch die Sonne, steht in Verbindung zu unseren Augen und unserem Herzen. Also die Augen öffnen auf die Werte und auf die Finanzen und auch auf die Herzen und Herzensangelegenheiten denken, wenn du etwas liebst, weil für dich das wertvoll ist, dann ist es wichtig, auch das in Besitz zu nehmen. Die dritten Lebensbereich kommen die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie hast du das erlebt, das Lernen? Und wie war die Verbindung zum Geschwister und anderen Kindern? Haben sie dich akzeptiert? Könntest du dich da behaupten? Oder warst du übersehen, auf die Seite geschoben? Wie hast du das erlebt? Weil diese Erinnerungen ziehen wie rote Faden in unserem Leben. Wenn wir das damals nicht gelernt haben, dann belehrt uns das Schule des Lebens, wie wir uns behaupten gegen Konkurrenten. Und wie lernen wir auch? Natürlich bedeutet auch Schulungen, Seminare und Austausch von Informationen wie Medien, Nachrichten und die Kontakt zu unseren Verwandten, Bekannten, Nachbarn. Hier hast du die Jungfrau. Jungfrau ist klug und hat einen klaren Verstand. Und das hat dich unterstützt in die Schule, dass du lernfähig warst oder vieles schnell verstanden hast. Das ist klaren Verstand. Aber wenn ich betrachte die Verbindung zwischen anderen Kindern, dann warst du eher im Hintergrund. Vielleicht haben sie auch gesagt, sei bescheiden, du musst nicht immer in die Mitte zu sein. Bedeutet aber auch, dass dir nicht so wichtig war, im Mittelpunkt zu sein, und warst eher im Hintergrund und hast beobachtet die Geschehen. Der vierte Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Und wenn ich das vergleiche mit einem Baum,
dann heißt, hier ist die Wurzel des Baumes. Und tatsächlich, das sind die Themen. Wo fühlen wir uns verwurzelt? Das sind unsere Ahnen, unsere Traditionen, unsere Herkunft, unserem Zuhause. Das gibt die Basis, die Fundament im Leben. Und hier hast du die Waage. Waage ist die Balance, die Gleichgewicht. Und das ist dein Basis, das ist dein Fundament, dein inneren Gleichgewicht. Waage liebt das Schöne und du liebst auch ein schönes Zuhause. Und das ist für dich enorm wichtig für dein Wohlbefinden. Außerdem, Waage vertritt die Gerechtigkeit und das ist dein Basis im Leben. Und wenn etwas ungerecht läuft, das bringt dich aus der Ruhe, weil du vertrittst auch die Gerechtigkeit. Waage steht auch für Partnerschaft. Das ist für dich auch wichtig, in einer harmonischen, schönen Partnerschaft zu leben. Das sind alles Waage-Themen. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Die eigenen Kinder, später Enkelkinder, aber auch unsere Kindheit und auch unserem inneren Kind. Und dieses inneren Kind sollen wir auch pflegen. Immer wieder uns selbst mal auch sagen, oh, das hast du so toll gemacht, ich bin so stolz auf dich, weil das stärkt uns innerlich. Außerdem sollen wir die Kinder beobachten. Wir können sehr viele Dinge von Kindern lernen, wie sie spielen, weil das brauchen wir im Leben. Nicht bei allen Situationen ist das passend, aber oft hilft es, etwas mit Humor betrachten oder spielerisch. Hier in diesem Lebensbereich ist das Lebensfreude, die schöpferische Kraft. Das Leben wie ein Theater vorstellen, das ist die Lebensbühne. Und wir gestalten das nach unserer Kreativität, Fantasie, Gedanken, Gefühlen, daran liegt die schöpferische Kraft. Angst blockiert natürlich, das ist nicht gut. Aber wenn wir angstfrei leben und verspüren wir diese innere Kraft, und sind wir überzeugt davon, dann können wir unserem Leben so auch gestalten. Und wenn das eine Lebensbühne ist, bedeutet, du wählst es aus, wo ist diese Bühne? Wie willst du das dekorieren? Welche Schauspieler spielen eine Rolle in dein Leben? Welche Kostüm willst du tragen? Dann schreibst du die Regie, schreibst du Drehbuch und du führst die Regie und du bist die Hauptrolle. Du spielst die Hauptrolle in diesem Theater. Hier hast du Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört auch zum Wasserelement. Also handelt sich um Gefühle. Und die Skorpion zeigt etwas ganz Wichtiges. Auf unseren Gefühlen achten. Das ist ein Schlangenenergie, ich könnte sagen, das ist die Kundalini-Energie und Skorpion zeigt, damit umzugehen. Und diese Kundalini-Energie haben wir sogar in unserem Körper. Und das kannst du so vorstellen. Es gibt verschiedene Gefühlszustände. Und das trennen wir jetzt. Ganz klar. Und deutlich wird das jetzt getrennt. Es gibt zwei verschiedene Systeme. Die eine System hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, aber gar nichts. Die eine System sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid, Hass. Neid und Hass ist die tiefste von diesen Gefühlen, die tiefste Frequenz auch.
das betrügt, das zerstört alles. Das ist zerstörerisch. Aber Gefühle wie Angst, Zweifel oder Schuldgefühl, auch mal Wut, kennen wir alle. Ist aber auch negativen Gefühl. Und das sollen wir auch mal nachdenklich sein oder das auch zum Verstehen. Das blockiert uns in unserem Leben. Wir bewegen uns im negativen Gefühlen. Das ist eine Art Grauzone. Aber in dem Moment, wo wir die Angst zulassen, öffnen wir Pandoras Büchse. Und ein trojanisches Pferd kann jederzeit reinkommen. Stattdessen sollen wir übergehen auf die positiven Gefühle. Und dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Liebe, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit. Das sind alles positive Gefühle. Es ist göttlich, es ist schöpferisch. Und mit diesen Gefühlen können wir unserem Leben schöpferisch gestalten und fühlen wir uns befreit. Und diese Transformation spielt sich hier bei Skorpion ab. Die eine Schlangenenergie, das ist diese Kundalini-Energie, das ist Schlangenenergie. Die eine Schlangenenergie zieht alles nach unten. Und das sind die negativen Gefühle. Die andere fühlt sich befreit. Die Energie steigt nach oben wie Phönix aus der Asche, das sind die positiven Gefühle. Und diese Transformation ist absolut notwendig, wenn du dein Leben schöpferisch gestalten möchtest und erleben möchtest die Lebensfreude. Im sechsten Lebensbereich ist die Arbeit, Pflichten und Gesundheit. Das hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du Schütze. Die Schütze gehört zum Feuerelement. Also es ist wichtig, die Begeisterung. Dann bist du auch aktiv, muss immer alles in Bewegung sein. Schütze steht auch zum Bewegung, auch zum Sport und Ausland, Auslandskontakte oder Reisen. Das wäre vielleicht auch eine Richtung, dich beruflich zum Entfalten, deine Berufung zum Finden. Die Schütze zeigt aber in eine Richtung und das ist dieser Pfeil und das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und das beschreibt unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Wenn du das nicht beschreiben kannst, was ist dein beruflicher Wunsch, dann verlierst du die Orientierung. Und das kann im beruflichen Umfeld auslösen, dass du immer wieder Wechsel hast und denkst vielleicht sogar, oh, da muss noch was Besseres auch da sein. Aber wenn du das konkret beschreiben kannst, oh, das ist mein Traum, das ist mein Wunsch, das ist meine Berufung, dann hast du sofort die Orientierung. Jetzt betrachten wir nochmal die Aszendent Krebs. Und das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Aber in dem Moment der Geburt sind sie noch hier im gleichen Ebenen und in diesem Moment schaut man in diese Spiegel. Das ist ein Spiegelblick und da erblickt man den Seelenpartner. Und ich bin davon fest überzeugt, dass die Kinder bis etwa dritte Lebensjahr haben sogar diese Erinnerung. Später nicht mehr. Und hier im Westhorizont geht alles nach unten wie ein Sonnenuntergang
Und die untere Teil, das Horoskop, symbolisiert das Unbewusste und das obere Teil das Bewusste. Also das ist alles in unserem Unbewussten. Hier hast du Steinbock. Und mit Steinbock öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. In ersten Lebenshälfte ist das streng, nicht leicht. Und ich bin sicher, dass du das so auch erlebt hast, in der Liebe, Partnerschaft immer diese Einschränkungen oder Hemmungen. Das war alles so eher bedrückend. Im zweiten Lebenshälfte wirkt Steinbock anderes. Da kommt mehr Struktur, Sicherheit, Stabilität. Das ist hier Saturn-Energie. Hat auch einen Sinn, weil Saturn belehrt uns. Und da in diesem Gebiet hast du was zum Lernen. Steinbock ist ein Stück Paradies. Und das kannst du so vorstellen. Hier herrscht Saturn. Saturn herrschte aber auch im goldenen Zeitalter in diesem paradiesischen Zustand. Die Zeitalter haben sich verändert. Und Saturn hat dieses Prinzip immer noch. Und wenn du diese Steinbock-Energie lebst, und das ist Erde-Element, das sind Taten, das ist Realität, das ist keine Träumereien, dann kannst du das erreichen, dass hier in diesem Bereich Partnerschaft findest dein Paradies. Du brauchst dazu das Glauben. Und Glauben versetzt auch Berge. Außerdem das als Ziel setzen und nicht ablenken lassen, sondern in diesem Ziel verfolgen und du kommst auch an. Das heißt nicht, dass du diesen Mann suchen sollst, sondern du brauchst diese Vorstellung und davon überzeugt zu sein, er kommt und du erlebst mit dieser Partnerschaft wirklich ein Paradies auf die Erde. Die achte Lebensbereich hier ist die Transformation. Hier erleben wir eine Wandlung. Und diese Wandlung ist notwendig, sehr wichtig. Das sind die Erneuerungsprozesse. Und das kann ich mal so beschreiben. Stell dir vor, deine Geburt. Du kommst nicht mit leeren Händen, sondern du hast Erinnerungen. All das, was im früheren Leben passierte. Und stell dir vor, das ist wie ein Rucksack. Und was drin? In diesem Rucksack ist was drin. Dann machst du Lebensschritte, kommen neue Begegnungen, neue Lebenserfahrungen, Gefühle dazu. Und dieser Rucksack wird voll. Also kommt immer was dazu und irgendwann ist es ganz voll. Und oft bedrückt das. Und wir schleppen diesen Rucksack mit. Und unserem Lebensweg ist schwierig. Das erschwert unserem Leben. Und hier, bei diesem Lebensbereich, lernen wir aufräumen. Hier wirkt die Pluto-Energie, wo dann Pluto auch sagt, stopp, halt mal an. Schau mal auf diesem Rucksack. Was hast du alles drin? Was möchtest du befestigen? Was brauchst du? Und was brauchst du nicht? Schreib das alles auf. Welche Glaubenssätze stärken dich? Das sollst du befestigen. Welche Glaubenssätze machen dich klein? Verabschiede dich davon. Dann achte auf die Gefühle, negativen Gefühlen raus damit. Positiven Gefühlen befestigen. Oder welche Kontakte möchtest du pflegen? Welche Kontakte kannst du verzichten? Da aufräumen. Oder Gegenstände. Gibt es Möbel im Haus, wo du jeden Tag stolperst und ärgerst dich? Ärgerst du dich, dann
sollst du davon entfernen. Und die Gegenstände, was du liebst, das sollst du auch bewahren. Das sind wahre Schätze. Hier aufräumen. Ich empfehle dazu, das alles aufschreiben. Dann kannst du eins nach dem anderen abarbeiten und dann hast du in diesem Rucksack aufgeräumt. Dann wird es viel leichter, viel einfacher, dein Leben auch, und hast du Platz für etwas Neues. In diesem Lebensbereich sind auch finanzielle Themen, was mit Ämtern zusammenhängt, wie Finanzamt oder Versicherungen oder Banken oder Investitionen oder das Geld von Partnern oder Erbschaften. Hier heißt du Wassermann. Wassermann gehört zum Luftelement und du brauchst diese Leichtigkeit. Also du musst immer wieder mal in diesem Rucksack aufräumen. Dann geht alles viel leichter voran. Wassermann zeigt dir, du sollst das verinnerlichen, dass du einzigartig und außergewöhnlich bist. Und das wirklich befestigen, dieses Bewusstsein zu haben. Dann hast du auch mehr Freiraum, mehr Weitblick. Das ist auch Wassermann-Energie und kommst zu neuen Ideen. Lass dich nicht klein machen oder unterdrücken oder ausnützen, sondern hier sind die Erneuerungsprozesse. Der neunte Lebensbereich hier hat mit Reisen was zu tun, Ausland, Auslandskontakte, aber auch inneren Reise. Und das ist die spirituellen Weg oder religiösen Themen. Hier hast du die Fische. Ich würde sagen, das ist mehr die innere Reise. Weil das ist auch Wasserelement, handelt sich auch um Gefühle. Das ist die Ozeane, die Gefühle. Sind aber hier zwei Fische in zwei verschiedenen Richtungen. Sind wir wieder bei negativen Gefühlen. Die eine Richtung ist, wo die eine Fisch schwimmt in diesem Wasser, was unseren Gefühlen symbolisiert. Und das ist die Angst und Zweifel, Unsicherheit. Und das blockiert. Diese Richtung blockiert. Die anderen Fisch hat eine ganz andere Einstellung. Und lebt die Jupiter- und Neptun-Energie und die beiden herrschen über diese Tierkreiszeichen. Jupiter bringt das Glück, vergrößert alles, also macht uns groß. Und Neptun lässt unseren Träume leben. Und das ist die richtige Richtung und hier ist die Reichtum verborgen. Und das bedeutet, eine Vision zum Haben, eine Vorstellung. Was du erreichen möchtest, auch finanziell, auch beruflich, auch familiär, auch in der Liebe, Partnerschaft, dann hast du ein Bild davon. Und die Fantasie ist grenzenlos und das ist hier die Neptun-Energie, hier löst die Grenzen auf. Das kannst du ausmalen, wie du möchtest, auch wenn andere sagen, auch träum nicht so viel, das wird sowieso nicht, du darfst es erlauben. Und wenn diese Träume realistisch sind, erreichbar sind, dann pflegt diese Bilder und glaubt daran. Hier ist das Glaube und Glaube versetzt auf Bergen. Und da passiert auch Wunder, weil wenn wir das Vertrauen, das ist die Urvertrauen hier, und Vertrauen, das Fluss, das Leben, dann kommt das in Bewegung und so passiert das auch. Ich erzähle etwas. Vor einigen Wochen bin ich zum Schuhe gefahren. Also ich wollte ein Schuhe kaufen und ich habe eine bestimmte Vorstellung gehabt, wie soll diese Schuhe ausschauen, die Farbe, die Form, alles. Und ich habe das bildhaft vorgestellt. Dann bin ich in dieses Schuhgeschäft gefahren und unterwegs habe ich das verinnerlicht. Ich werde diese Schuhe bekommen. Ich habe diese Schuhe schon. Und das ist keine Schuhe, wo so in jedem Geschäft man zum Finden ist. Auch die Farbe nicht. Dann bin ich in diesem Schuhgeschäft, habe ich rumgeschaut und ich habe das nicht gesehen. Weder die Farbe noch die Form.
Und dann kam der Besitzer und dann habe ich gesagt, ich möchte eine Schuhe, das soll die und die Farbe sein, die und die Form. Er ging im Lager und holte die Schuhe raus, was ich vorgestellt habe. Und so funktioniert das auch. Aber ich war davon überzeugt, während die Fahrt, ich bekomme diese Schuhe. Es war gar nicht im Laden, aber ich habe diese Schuhe bekommen. Und das können wir praktizieren im Alltag. Das war ein Beispiel dafür. Aber so funktioniert diese Vorstellungskraft. Aber nicht die Bild hat das ausgelöst, sondern mein Glaube daran, dass ich davon fest überzeugt war. Und wo ich im Laden die Schuhe gar nicht gesehen habe, habe ich auch nicht gezweifelt daran, sondern ich wusste, innerlich wusste, ich bekomme diese Schuhe, egal wie. Und so war es das auch. So war es das auch. Und andere würden sagen, es ist unlogisch, es ist gar nicht im Laden, es war im Lager, aber die Schuhe war da. Und das, was ich damit meine, und diese Bilder, dieser Glauben und diese Überzeugungskraft können wir um allen Lebensbereichen nutzen, anwenden, auch im Alltag anwenden. Dann funktioniert das auch. Hier im 10. Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes. Wenn ich dieses Beispiel nenne, ein Baum, dann heißt es, das ist die Krone des Baumes. Und hier bekommen wir Anerkennung, Respekt und Ansehen. Dieser Lebensbereich steht auch für Öffentlichkeit und Zielerreichung. Wir brauchen Ziele in unserem Leben, weil das ist die Orientierung. Dann wissen wir, in welche Richtung sollen wir schauen und das, da die Energie lenken. Und im 10. Lebensbereich ist auch die Berufung. Hier hast du die wieder. Wenn das um Anerkennung geht, Respekt, Anerkennung, dann brauchst du diese Wiederenergie, dich auch zum Wehren oder das mutig auch vermitteln. Dann hast du auch diesen Respekt. Wenn das um Zielen geht, dann mit Wiederenergie ist die Begeisterung schnell da, aber das lässt sich nach. Bei Wider fehlt die Ausdauer, fehlt die Ausdauer. Bei Zielerreichung ist aber wichtig diese Ausdauer, dass du das nicht aufgibst. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Berufung, dann heißt es immer wieder kommt berufliche Veränderung und du brauchst auch, oder ein Forschungsgebiet, wo diese Pionierarbeit leistest. Im 11. Lebensbereich sind die Wünsche, Hoffnungen und Freundschaften. Und wir sollen auch Freundschaft schließen mit unseren Wünschen. Hier im 11. Lebensbereich sind auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind oder gleiche Ziele verfolgen, wie eine Partei oder ein Verein. Hier hast du Stier. Stier zeigt Besitz, auch die Finanzen, aber hier handelt es sich um Wünsche. Natürlich kann das auch ein Wunsch sein, Wohlstand, ganz klar, aber anderen Wünsche, Sehnsüchte ist auch wichtig und Stier zeigt, nimm das im Besitz. Geh in die Richtung, was du wünschst. Nimm das im Besitz und genieße das. Genieße dein Leben. Die 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse des Lebens. Hier hast du die Zwillinge. Welche Geheimnisse zeigt sich hier, die Zwillinge? Da erzähle ich die mythologische Geschichte. Es gab eine Königin Leda. Sie war wunderschön und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen Castor und Pollux.
Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge waren immer verbunden. Bis dann die Zeit kam, dass Kastor sterben musste, dann ging Pollux zu seinem Vater und sagte, ja, ich will auch sterben, ich kann doch meinen Halbbruder nicht alleine lassen, bis jetzt waren wir auch immer zusammen. Und Zeus hat gesagt, nein, ich mache euch beide unsterblich, du musst nicht sterben. Und Zeus hat den beiden Zwillinge unsterblich gemacht. Und diese Geschichte erzählt Folgendes. Wir haben eine Seele und unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, also göttlich, unsterblich. Und das ist Pollux. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Und die Seele hat die volle Erinnerungen, auch die Gefühle. Und wenn die Seele zurückkehrt zum Gott, ich kann das bildhaft so beschreiben, dann Gott fragt, ja, wie war es auf die Erde? Und die Seele fängt an zum Erzählen. Und das Leben spielt sich ab wie ein Film. Die Seele schaut es nochmal an. Unser ganzes Leben, was wir erlebt haben, von Geburt bis unserem Lebensende, das wird abgespielt. Und Ende dieses Filmes fragt Gott, so kann ich das mal vorstellen, ja, wie fühlst du dich jetzt? Und wenn die Seele sagt, ich fühle mich wundervoll, das war so schön auf die Erde und ich bin so glücklich und befreit, dann hat die Seele sich befreit von Karma. Natürlich kommt noch die Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung. Aber mir geht es darum, beschreiben diese Seelenreise. Wenn aber die Seele sagt, ich habe das Ganze nochmal angeschaut. Mein ganzes Leben lief da ab wie ein Film. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt stelle ich mir fest, ich habe doch gar nicht gelebt. Dann sagt Gott zu uns, ja, dann mach besser. Geh zurück, mach besser. Und das ist diese Seelenreise und wir befinden uns mit dieser Seelenreise, wir befinden uns in ein Rad. Das ist die Schicksalsrad und das dreht sich und dreht sich und dreht sich und da erleben wir diese Karma. Und wenn die Seele zurückkehrt auf die Erde, dann braucht ein Schicksalsweg und die Seele sucht das auch aus. Und das ist die Teil, das Menschliche. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende, das ist unser Tod, das ist Kastor. Und so verbindet sich Kastor und Pollux, diese zwei Teile in uns. Aber das ist eins. Und das ist dieses Geheimnis hier im 12. Lebensbereich. Sonne befindet sich in dein Horoskop im Schütze. Sonne symbolisiert dein Selbst, dein Selbstdarstellung. Dann kommt wieder die Schütze-Energie dazu. Die Bewegung, die Richtung, deine Wünsche zum Leben, all das, was dich begeistert. Mond befindet sich im Jungfrau. Und du bist kurz vor dem exakten Halbmond geboren. Sonne und Mond steht hier in einer Spannung. Halbmond ist Spannung. Das kann von deiner Kindheit kommen, weil Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert Mutter. Und das ist die Spannung zwischen Vater und Mutter. Und du erlebst als Kind diese Spannung. Und hier fehlt die Wasserelement, die Gefühle. Und das bedeutet, Sonne war in deiner Geburt im Schütze, unserem Planet Erde war in Zwillinge, hier,
und Mond im Jungfrau verbindet sich Sonne, Mond und Erde. Die drei Elemente sind Feuerelement, Luftelement und Erdeelement. Als Ausgleich für die inneren Gleichgewicht fehlt die Wasserelement. Du hast aber diesen Vorteil, dass dein Aszendent Krebs ist. Und das ist dein Selbst. Und wenn du dein Selbst lebst, diese Selbstdarstellung, wenn du dein Selbst im Ausdruck bringst und bist auch so wahrgenommen und lebst diese Wasserelement, besonders die Krebsenergie, dann hast du die inneren Gleichgewicht. Mars setzt alles in Bewegung. Mars ist die Kraft. Und mit dieser Mars-Energie können wir uns behaupten im Leben. Mars ist männlich, also bedeutet auch der Mann, dein Partner oder Wunschpartner. Mars befindet sich in Fischen. Mars kann sich hier im Fischen nicht so gut entfalten. Warum? Weil die Tierkreiszeichen Fischen ist Wasserelement. Und das handelt sich um Gefühle. Und wenn du dich durchsetzen musst, weil du brauchst diese Kraft oder musst du dich wehren, dann kommen die Gefühle. Und wenn Gefühle eine Rolle spielen, dann möchtest du niemand verletzen, weil dann kommt das Mitgefühl. Und das ist dann nicht einfach, dich zu behaupten oder dich zu wehren. Dazu bist du zu gefühlsvoll. Oder wenn das klappt, weil du dich durchsetzen hast oder dich gewehrt hast, dann kommt das Schuldgefühl. Oh, jetzt habe ich jemand verletzt oder du entschuldigst dich dafür, weil dann kommt das Wasserelement durch, die Gefühle. Aber wenn das darum geht, wo deine Kraft einsetzen sollst, das ist die spirituelle Richtung oder deine Kreativität. Fischen sind sehr fantasievoll, sehr kreativ. Da kannst du deine Kraft einsetzen. Wenn das um einen Mann geht, dann soll dieser Mann auch künstlerisch begabt sein, feinfühlig sein, verträumt sein oder deine Träume verwirklichen. Möglich ist es auch, dass du diesen Mann im Ausland kennenlernst oder dass dieser Mann von Ausland kommt. Merkur ist im Schütze, aber im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze. Das heißt hier wie ein Grenzgänger. Du kennst beide Seiten. Beide Seiten auch über Gefühle zum Sprechen, nach Gefühl handeln. Aber kommt auch die Feuerelement von Schütze auch noch dazu. Und weil hier im Grenzbereich bewegt sich Merkur oder befindet sich Merkur, im Geburtshoroskop bewegt sich das nicht, weil das ist wie ein Momentaufnahme, aber in dem Augenblick war exakt im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze, aber schon im Schütze. Du kennst beide Seiten und das lebst du auch. Es handelt sich um deine Handlungen und Kommunikation. Oft kommt die Schütze-Energie dazu, wo du etwas im Ausdruck bringst oder sprichst es an. Und manchmal ist die Rückzug, weil du hast auch das Feingefühl dann, es ist besser jetzt nichts sagen und haltest dich davon zurück. Jupiter ist auch hier im Schütze, auch im Grenzbereich, auch zwischen Skorpion und Schütze und Merkur, Jupiter bilden sich hier eine sogenannten Konjunktion und sie wirken zusammen. Sie können gar nicht getrennt wirken, weil sie vereinen sie sich, die Kräfte vereinen sie sich. Wenn das um Wissen geht, dann zeigt sich dein Intelligenz und auch deine Weisheit. Beide Planeten haben mit Wissen was zu tun. Merkur ist das praktische Wissen und Jupiter ist die Weisheit.
Jupiter ist die höheren Oktaven von Merkur. Also sie haben Ähnlichkeit. Das heißt, wenn sie gemeinsam wirken, sie widersprechen sie sich nicht, sondern sie unterstützen das. Einer unterstützt den anderen. Und das ist deine Weisheit, dein Wissen. Und das sollst du im Beruflichen auch umsetzen. Immerhin ist im sechsten Lebensbereich, handelt sich auch um deinen Beruf, dein Wissen oder ein Buch veröffentlichen oder Schulungen oder Seminare halten, wäre all das ein wunderbares Gebiet für dich oder Forschung, könnte ich mir auch vorstellen. Aber beide im Grenzbereich zwischen Schütze und Skorpion. Und das ist auch eine sehr interessante Mischung. In die Tiefe tauchen, das ist auch ein Forschungsgebiet, das ist mehr die Skorpion-Energie. Und aber mit einer Begeisterung nach außen tragen, das ist dann wiederum die Schütze-Energie. Etwas bewegen auch mit dieser Forschung, mit diesem Wissen. Wenn das darum geht in deinem Alltag, dass du was sagst für anderen, natürlich kommt die Jupiter-Energie dazu und Jupiter vergrößert das, dann neigst dazu zu viel sagen oder was übertreiben. Diese Neigung ist da und das erlebst immer wieder in Arbeit oder im Alltag. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma und belehrt uns, weil Saturn ist die große Lehrmeister. Saturn ist rückläufig in dein Horoskop und hier hast du Themen von Vergangenheit, das kann die Kindheit sein, oder karmischen Erinnerungen. Saturn hast du im Stier. Was lernst du? Was belehrt dich Saturn hier im Stier? Die Besitz. Kümmer um den Besitz, auch um die Finanzen. Aber nicht nur die Finanzen, sondern alles in Besitz nehmen, was deinen Wünschen entspricht, weil das für dich wertvoll ist. Und genieße das, genieße das. Das ist Stierenergie. Aber auch auf den Freundschaften achten, weil hier hast du auch eine Lernaufgabe, unterscheiden, mit wem sollst du befreundet sein, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Venus ist die Liebesplanet. Es ist eine weibliche Energie und zeigt dich als Frau. Venus ist im Steinbock. Steinbock ist etwas konservativ oder ernsthaft und das zeigt auch, wie ernst für dich ist die Liebe, Partnerschaft, Leben. Aber in der ersten Lebenshälfte ist das schwierig. Bei Steinbock ist das zu streng, zu streng, zu konservativ. Und so erlebst du auch das Liebesleben oder deine Weiblichkeit kann nicht richtig entfalten in diesen Jahren, im Jugend. Aber im zweiten Lebenshälfte hast du Glück. Steinbock zeigt dir die Sicherheit, Stabilität, wie ernst du nehmen sollst die Liebe, Partnerschaft und wie ernst dich auch als Frau wahrnehmen sollst und dann kommt das alles in Form. Das ist möglich, dass du so lebst deine Persönlichkeit. Du willst nicht so zu sein wie alle anderen Frauen, sondern du hast eine ganz andere Vorstellung davon und das kommt in Form und du lernst auch mit deiner Weiblichkeit umgehen oder das im Ausdruck bringen. Also in früheren Jahren ist das streng und im Liebesleben sind da auch Einschränkungen. Natürlich deine Weiblichkeit oder von Elternhaus war auch eine gewisse Strenge da, dass du nicht so sein dürftest, wie du kleiden wolltest oder wie du das leben wolltest. Das sind schon eine gewisse Einschränkungen oder Strenge.
Aber im zweiten Lebenshälfte kommt das in die Blüte und das kannst du auch genießen, deine Weiblichkeit. Es ist eine schöne Liebesenergie. Und hier fließt im siebten Lebensbereich, wo um die Liebe Partnerschaft geht. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Uranus ist hier im Jungfrau. Und das ist die Lebensschule. Natürlich in früheren Jahren, in deiner Kindheit, Jugend, in die Schulzeit war immer wieder diese Veränderungen, vielleicht Schulwechsel ist auch möglich, aber später im Erwachsenenalter, im Schule des Lebens kommen immer wieder unerwartete Ereignisse, lernst immer was Neues. Neptun lässt die Träume leben. Und das zeigen die Kinder. Sei auch mal ein Kind im Leben, muss nicht immer alles zu ernst zu nehmen oder zu streng zu sein, auch zu dir selbst, sondern genieße das Leben ohne Angst und lebe deine Kreativität, diese schöpferische Kraft, lebe deine Träume. Neptun zeigt es auch, lebe dein Traum. Pluto zeigt, wie wichtig das ist, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Pluto hat ein Prinzip, alles oder nichts. Pluto macht keine Kompromisse. Und Pluto ist auch hier im Jungfrau. Jungfrau natürlich wirkt auch als etwas in Ordnung zu bringen oder da brauchst du eine Heilung. Jungfrau ist auch eine Heilenergie, etwas bereinigen. Und das zeigt hier erstens die Erinnerungen an die Schulzeit, zweitens, das ist die Lebensschule, aber auch das Wissen, Wissen aneignen oder Wissen vermitteln, die Austausch von Informationen. Und da kannst du auf eine Richtung konzentrieren, wo du dann sagst, das ist so meine Vorstellung, das ist mein Wissen, das möchte ich vermitteln, entweder durch Schulungen, Seminare oder in Buchformat, das bringe ich in die Öffentlichkeit. Und das ist der Fokus. Und dann nicht aufgeben. Es gibt in Astrologie eine Drache, nicht nur in Astrologie, sondern in Mythologie erscheint diese Drachenfigur auch immer wieder. Gibt es auch ein Sternbild im Himmel, wo Drachen heißt. Aber im Horoskop auch. Und diese Drache ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten und der Körper, diese Drache, heißt absteigende Mondknoten und das kennen wir schon. Das zeigt die alten karmischen Erinnerungen. In diesem Weg sind wir schon gegangen. Das ist vertraut und diese Ketu hast du hier im Krebs und deine Persönlichkeit kommt so im Ausdruck, dass du etwas bewahrst von Vergangenheit. Entweder deine Talente, deine Fähigkeiten oder kommen die Erinnerungen. Und dass du lernst auch von diesem Rucksack, was wir bekommen haben, wenn wir geboren sind, auch mal anschauen, was ist noch da von Vergangenheit, was du nicht brauchst, das vielleicht mal entfernen. Oft sind das Gefühle wie Angst. Und damit startest du auch und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Diese Drache hat auch einen Kopf. Und wie ich schon sagte, dieser Kopf ist abgeschnitten und die Seele sucht das. Die Seele fragt, wo ist dieser Kopf? Ich brauche das. Und diesen Drachenkopf hast du im Steinbock. Du suchst deinen Partner oder du möchtest, dass er dich sucht und dich findet. Du brauchst das als Ausgleich, diese Partnerschaft. Und da ist dieser Drachenkopf das, was deine Seele braucht, weil das, was dich auch befreit. Unserem Planet Erde bewegt es sich in dein Geburtsmoment in Zwillinge, Gaia
steht in Verbindung zu unserem Planet Erde und hier manifestiert sich etwas. Wie kannst du etwas manifestieren in dein Leben, wenn du diese Geschichte von Zwillingen verinnerlichst, Castor und Pollux, das ist schon ein höheres Bewusstsein, wenn du die Luftelement lebst, und das ist die Leichtigkeit oder befreit zu sein von etwas, damit dich nicht immer alles betrügt, und kommt dazu noch dieses Spielerische. Außerdem, wenn du mehr in die Tiefe schaust oder meditierst, wenn du immer wieder mal zurückhaltend bist oder nachdenklich über etwas oder erkennst die Ursache nach etwas, dann manifestiert sich etwas im Leben. Die 12. Lebensbereich liegt gegenüber von die 6. Lebensbereich. Sie spiegeln auch etwas. Hier ist die Arbeit und Gesundheit und hier die Geheimnisse zeigen die Ursache, Ursache von Erkrankungen oder die Ursache, wenn du Probleme hast im Arbeitsplatz. Und wenn du die Ursache erkennst, weil du nachdenklich bist, dann manifestiert sie dein Gesundheitszustand oder lebst deine Berufung. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes und die Einflüsse von Fixsternen. Und das schauen wir an. Dein Aszendent ist Krebs und befindet sich im Mondhaus Pushya und das ist das Feingefühl, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, intuitiv zu sein. Du hast tiefe Intuitionen, tiefes Wissen und hier auch karmische Erinnerungen. Sonne befindet sich im Schütze, hier. Dieser Mondhaus heißt Purvashada und das heißt, die Richtung sind deine Wünsche und deine Sehnsüchte. Wenn das unerfüllt bleibt, dann fühlst du dich frustriert oder unzufrieden im Leben. Also die Richtung ist deine Wünsche. Mond befindet sich hier im Jungfrau. Dieser Mondhaus heißt Uttarapalguna und das heißt, es passierte etwas im früheren Leben oder in früheren Kindheit. Und da wurde etwas eingepflanzt, ein Kern, und das trägt Früchte. Und es ist die Zeit zum Ernten. Du wirst das ernten, was du gesät hast. Mars befindet sich in Fischen. Hier, dieser Mondhaus heißt Uttarapatra und bedeutet reinigen die Gedanken und Gefühle, vertrauen das Fluss des Lebens. Merkur und Jupiter befinden sich im Schütze, aber im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze. Dieser Mondhaus heißt Mula und das heißt übersetzt Wurzel, Fundament, das ist für dich wichtig. Wenn du ein Fundament hast, eine Basis, und das ist dein Wissen, immerhin ist hier Jupiter und Merkur, das ist dein Wissen. Wenn du weißt, was du willst, dann hast du diese Orientierung. Venus befindet sich im Steinbock, hier, im Mondhaus Tanishta. Und das ist, dieser Mondhaus beschreibt, du brauchst einen Gedanken oder eine Vorstellung zum Haben. Was möchtest du erleben in die Liebepartnerschaft? Oder wie willst du das, deine Weiblichkeit leben? Wie sollst du als Frau wirken auf anderen oder auf dein Aussehen? Du brauchst eine konkrete Vorstellung davon. Und das aber auch verwirklichen. Nomen est omen. Das genau beschreiben. Wie sollst du als Frau sein? Wie möchtest du deine Weiblichkeit leben? Wie soll das Liebe, Partnerschaft, wie stellst du das vor? Das beschreiben, einen Namen geben. Saturn befindet sich hier im Stier. Dieser Mondhaus heißt Kritika.
das steht mit der Plejaden in Verbindung. Die Plejaden sind die sieben Geschwister, die Töchter von Atlas. Und sie weinen. Sie haben Tränen. Die nennt man auch als Regengeschwister, weil sie verkünden immer die Regenszeit. Es sind aber in diesem Bereich nicht nur die Plejaden, sondern auch die Hyaden. Die Hyaden und die Plejaden, die sind Halbgeschwister. Und sie bilden sich ein Tor, ein goldenes Tor der Ekliptik. Und sie weinen, da regnet was. Und genau das beschreibt Frau Holle. Frau Holle zeigt uns, wie wichtig das ist, die Orientierung oder die Einstellung. Sind wir die Verlierer im Leben? Sind wir pessimistisch? Da regnet Pech. Sind wir optimistisch? Sind wir die Gewinner im Leben? Dann sind wir die Goldmarie. Und das, was hier Saturn dich belehrt, achte auf deine Einstellung, egal was du startest im Leben. Bei jedem Neuanfang brauchst du diese Überzeugung, dass es alles klappt und alles gut läuft, diese Einstellung. Dann kannst du sicher sein, du gehst durch diesen Tor, diesen goldenen Tor, die Ekliptik, und regnet etwas. Und dann weißt du schon die Ergebnis. Entweder Goldmarie oder Pechmarie. Uranus ist im Jungfrau hier. Und dieser Mondhaus heißt Chitra. Und das bedeutet Balancepunkt. Besonders, wenn das um Veränderungen geht. Uranus ruft Veränderungen hervor. Also bei Uranus-Energie haben wir Veränderungen. Und immer wenn du eine Veränderung hast in dein Leben, dann brauchst du diesen Balancepunkt, diese Balance, und das heißt die inneren Gleichgewicht. Und hier wirkt Speaker. Speaker bestrahlt dieses Mondhaus. Speaker wurde bei den Römern verehrt. Das ist die Weizen-Ehre der Jungfrau, und das verspricht, das trägt Früchte, das ist Ernte, du wirst das ernten. Wenn das um Veränderungen geht in dein Leben, achte auf dem inneren Gleichgewicht, bleib in diesem Vertrauen, das trägt Früchte, du wirst das ernten. Neptun befindet sich in Skorpion, und dieser Mondhaus heißt Anuradha. Und das verspricht Glück, wenn du deine Träume lebst und achtest auf deinen Gefühlen, also bleibst in positiven Gefühlen und kannst das Leben genießen und hast diese Lebensfreude, wie ein Kind, so spielerisch etwas mal betrachten, mit Leichtigkeit, dann wirkt Anuradha und bedeutet, dann hast du auch Glück. In indischen Astrologie nennt man das auf Elefanten reiten. Und Elefant ist ein Glückssymbol und Symbol für Wohlstand. Und das steht dir zu, auch die Wohlstand, auch das Glück. Wird dieser Mondhaus von Akrab bestrahlt, und dieser Stern ist im Sternbild Skorpion oberhalb von Augen. Das nennt man als dritte Auge und zeigt deine hellsichtige Fähigkeiten. Pluto befindet sich im Jungfrau hier, und dieser Mondhaus heißt auch Uttara Palguna, die Zeit wird kommen zum Ernten. Ketu im Krebs, dein absteigender Mondknoten, ist auch im Mondhaus Bushia wie dein Aszendent, und das heißt, dieses Feingefühl zu haben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein und tiefen Intuitionen. Rahu hier im Steinbock steht mit Adler in Verbindung. Das ist auch ein Stammbild im Himmel. Und dieser Adler zeigt Weitblick. Außerdem, dieser Mondhaus heißt Shravana und bedeutet auch noch zuhören. Aber nicht, was die anderen meinen, sondern zuhören, was deine inneren Stimme sagt. Jetzt die Verbindungen.
Sonne, Mond steht in Spannung, das habe ich gesagt, diese Halbmondposition. Neptun bestrahlt sehr schön dein Aszendent. Neptun Aszendent steht in einer schönen harmonischen Verbindung. Also deine Träume leben, deine Persönlichkeit in Ausdruck bringen. Pluto bestrahlt Pluto auch schön dein Aszendent und Pluto sagt, achte auf deine inneren Kraft und das ist auch die Überzeugungskraft. Sei von dir selbst überzeugt, alles oder nichts, Prinzip bei Pluto. Neptun, Pluto steht auch in einer schönen Verbindung und das zeigt, das ist die Konzentration, die Überzeugung, deine Träume zum Leben, das Verwirklichen. Mars bestrahlt Rahu und Ketu sehr gut und das sind karmische Verbindungen und das ist eine männliche Person. Also du wirst eine karmische Begegnung haben. Du kennenlernst einen Mann und du kennst ihn von früheren Leben und du hast ein gutes Karma. Jetzt schauen wir dieses Bild an. Das hat mit tibetischer Astrologie was zu tun. Nimm selbst die Zügel in Hand und lass nicht zu, dass anderen dir Grenzen setzen, sondern wehre dich, so wie dein Gefühl das auch sagt. Aber nicht stürmisch voran, sondern andere überzeugen davon. Eine langsame Bewegung und das führt auch zum Ziel. Das ist ein langsames Wachstum. Dein Wesen beschreibt hier diese Figur in die Mitte, wo du sitzt, was dir Stabilität gibt. Das ist die Holzelement, ein bisschen Erdeelement dazu. Die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und ein langsames Wachstum. Die ganze Körper trägt sich diese blaue Kleidung und diese blaue Farbe. Das steht in Verbindung zum Wasserelement. Das ist deine Intuition, deinen Gefühlen. Dann kommt ein bisschen Feuer dazu, das ist dein Mut und deine Kraft. Du kannst Probleme sehr gut lösen und du kannst das auch gründlich durchdenken. Du durchschaust andere Menschen, du liebst auch Wohlstand und hast Ideenreichtum. Du findest immer eine Lösung auf die Probleme. Wenn du die richtigen Worte findest im Leben, damit hast du immer Vorteile. Dein Glückszahl ist die 7 im Feuerelement und das bedeutet, wenn das Leben dir Chancenmöglichkeiten bietet, dann sollst du nicht davonlaufen oder unsicher sein, sondern sei aktiv. Also wage auch mal etwas Neues. Die Zentrum, die Fokus liegt an dein Selbst im Metallelement und das heißt immer alles klären, bereinigen. Und vertrete deine Persönlichkeit, steh zu dir selbst. Und dein Schicksalszahl ist die Zahl 4 im Erdeelement. Dein Schicksal führt dich zum Sicherheit, Stabilität und Wohlstand. Liebe Eliada, so könnte ich dein Horoskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Liebe von Dendera.